Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play zu SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Wir spielen das Spiel am PC. Ich habe schon einmal gespielt, aber beendet habe ich es bisher noch nicht. Das werden wir gemeinsam in diesem Let's Play machen. Ob ich auch die 100% hole, das sehen wir dann noch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Naja. Aber dann beginnen wir nun mit einem neuen Spiel. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick. Ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbach, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Uah. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau! Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau! Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Mau! Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken.
Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. Erkunde die Küche. Erkunde das Schlafzimmer. Erkunde den Speicher. Erkunde die Abstellkammer. Werden wir alles machen? Mir kommt tatsächlich die Musik gerade ein bisschen zu laut vor. So. Ah, wobei. Ah, falsch. Gehen wir mal auf die Hälfte. Ja, ist okay. So, und wir spielen SpongeBob. Wir gehen dann mal als erstes in die Küche. Ich würde mir ja gern einen Imbiss machen. Aber ich habe keine Zeit. Es glänzt. So, wir können ja diese Teile einsammeln. Ich habe tatsächlich vergessen, wie die heißen. Dies sind glänzende Objekte. Glänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das hilft SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten 5 verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvollere glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden oder befinden sich an gefährlichen Orten. Okay, das sind also einfach nur glänzende Objekte. Das sollte man sich doch einfach merken können. So, Badezimmer. Du kannst sehen, wie gut SpongeBob sich macht, indem du RT drückst. Die Zahl rechts oben zeigt an, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt an, wie viele goldene Pfannenwände SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks verlorenen Socken SpongeBob gefunden hat. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen SpongeBob besitzt. So. Jetzt haben wir 52 glänzende Objekte. Dafür brauchen wir 50 glänzende Objekte, um da reinzukommen. Oh, wir können sogar schleichen. Aber wir gehen erstmal hier rein, weil das am wenigsten kostet. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Auf dem Bett rum? Oh, wir sind im Schlafzimmer. Kann man hiermit was machen? Nein. Ja, stimmt, wir können schlagen. Das können wir machen. Da werden wir aber noch alles beigebracht bekommen. Also, war das richtig, der Satz? Es wird uns noch alles beigebracht, so. Das ist eine von SpongeBobs Unterhosen. Jedes Mal, wenn er von einem Roboter getroffen wird oder gefährliche Objekte oder Oberflächen berührt, verliert SpongeBob eine Unterhose. Etwa so. Sobald SpongeBob alle Unterhosen verloren hat, muss er diesen Bereich von vorne beginnen. Woher kam dieser Tresor? SpongeBob kann verlorene Unterhosen ersetzen, indem er unterwegs neue aufsammelt. SpongeBob beginnt mit 3 Unterhosen, aber es gibt auch spezielle goldene Unterhosen, die in Bikini Bottom versteckt sind. Und es SpongeBob erlauben, mehr als 3 Unterhosen gleichzeitig zu tragen, falls er sie findet. Du kannst nachsehen, wie viele Unterhosen SpongeBob trägt, indem du RT drückst. Okay. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. SpongeBob kann springen, wenn du A drückst. Drückst du A, während SpongeBob gerade in der Luft ist, macht er einen Doppelsprung und kommt noch höher. Das funktioniert aber nur einmal pro Sprung. Also so. Kann man doch. Jetzt gehen wir da auf das Sprungbrett drauf. So. Gut, man stößt sich da jedes Mal den Kopf. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Ziemlich großer Raum hier. Um zu sehen, wie gut sich SpongeBob in den einzelnen Levels des Spiels macht, kannst du, ich weiß gar nicht, wie die Taste heißt, drücken. Kannst du diese Taste drücken, bewege im Pausenmodus den
linken Stick, um ein Level auszuwählen. Wenn dein Level ausgewählt ist, kannst du A drücken, um dir die Details dazu anzusehen. Sobald die Detailansicht geöffnet ist, musst du den linken Stick nach links oder rechts bewegen, um einen Hinweis auf jeden goldenen Pfannenwender zu bekommen, von dem SpongeBob weiß. Indem du A drückst, wenn der Hinweis auf einen goldenen Pfannenwender ausgewählt ist. SpongeBob kann ein Taxi nehmen und von überall im Spiel direkt zum Gebiet dieses Pfannenwenders fahren. Okay. Drücke Y, wenn SpongeBob auf dem Boden ist, damit er einen Blasenschlagangriff macht. Mit dem Blasenschlagangriff kannst du Tickies und Roboter zerschlagen oder Schalter drücken, die sich direkt über SpongeBob befinden. Wenn du dieses Symbol siehst, kann SpongeBob sich darauf stellen und den Blasenangriff machen, um die Tickies zu zerstören, die direkt über ihm sind. Drücke die B-Taste, wenn SpongeBob in der Luft ist, damit er einen Blasensprungangriff ausführt. Der Blasensprungangriff kann Tickies und Roboter zerstören, die sich direkt unter SpongeBob befinden. Außerdem können damit Schalter am Boden gedrückt werden. Den Blasensprungangriff kann SpongeBob nur machen, während er in der Luft ist. Drücke X, damit SpongeBob einen Blasenwirbel ausführt. SpongeBob kann den Blasenwirbel benutzen, um Tickies aufzuschlagen oder Schalter an Wänden zu drücken. Außerdem kann er damit die meisten Roboter besiegen. SpongeBob kann mitten in der Luft auch den Blasenwirbel ausführen, um Objekte zu treffen, die weiter oben sind. Okay, SpongeBobs Haus ist noch das Tutorial. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. So, Tickies jetzt können wir zerstören. Ja, komm, jetzt. Also. Wir geben auch glänzende Objekte. Ich erinnere mich natürlich noch an viele Secrets hier aus dem Spiel. Ja, viele, nicht viele, aber ein paar. Vor allem hier gleich im ersten Bereich aus. Warum ist hier Mauszeiger da oben? Ja, an alles erinnere ich mich natürlich nicht mehr. Ist schon relativ lange her. Ein Ball. Ja, man kann das so machen. Man kann mit den glänzenden Objekten irgendwann was kaufen, das weiß ich noch. Aha, dort oben. Die Socke holen wir uns. So, oh, begrenzte Zeit. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Will mir irgendwer verraten, wo es denn losgeht? Ach, hier oben vielleicht. Ja gut, das wird sehr knapp. Ich bezweifle mal, dass wir das noch schaffen. Ja doch, das schaffen wir wohl noch. Patrick sollte mal wieder waschen. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. So, dann wieder zurück. Und dann gehen wir hier hin. Ich weiß gerade gar nicht, was hier ist. Ja, wir gehen der 50 glänzenden Objekte aus. Ah, hier ist SpongeBob's Hammer. Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche in Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. Und hier haben wir unseren ersten goldenen Pfannenwender. Und dann verlassen wir nun SpongeBobs Haus. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob! Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken! Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Es gibt größere Fische zu braten! Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole! Ich weiß nicht warum, aber ich habe eben einfach gedrückt. Ja, ich wollte SpongeBobs Dialog nicht überspringen, das war aus Versehen. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen?
Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Abgemacht. Ja, abgemacht. So, wir sammeln dann mal hier ein paar glänzende Objekte. Ich weiß gar nicht, wie diese Tickies heißen. Aber die explodieren, wenn man ihnen zu nahe kommt. Hey, SpongeBob, ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Stand er da schon die ganze Zeit? Hab ihn gar nicht gesehen. Kumpel Blase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig. Drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Machen wir. Und das hat auch funktioniert. So, hier muss man sich anschleichen. Ich glaube, so war das. Ja. Und dann können wir sie schlagen. So, um in die Innenstadt zu kommen, brauchen wir 5 Anwender. Hier sind die Quallenfelder, da geht es gleich weiter. So, Mr. Krabs. Nee, gleich. Ja, weiß ich. Achso, das war das. Na gut, wir wissen ja noch nicht mal, wie wir auf Thaddeus Haus kommen. Hey, warum fliegt der? Auf SpongeBobs Haus war irgendwas in goldener Pfannenwende oder so. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Okay. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kieljauche im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Komm zurück, wenn du genug glänzende Objekte zum Tauschen hast. Wir brauchen 3000 glänzende Objekte dafür. Oh, hier ist ja schon ein zerstörter Roboter. Aha, hier ist ein Schalter. Katsching. Und mal hoch. Na, ja gut. Oh, da ist eine goldene Unterhose. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Ah, das hat ein Leben zugegeben. Und ja, da ist ein goldener Pfannenwender. Wie eine Frühlingsbrise. Man kann es auch einfach so machen. Aber eigentlich soll man das mit den Plattformen machen, die wir da eben auch aktiviert haben. Naja, funktioniert ja anscheinend auch so. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die. Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch Dollar verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Vielen Dank. Noch ein Pfund für Patrick. So, die Socke klauen wir mal. Und dann geht es wohl hier rein in die Quallenfelder. Allerdings machen wir das im nächsten Part. Hier beende ich dann nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.